Heute möchten wir euch zeigen, wie man am einfachsten eine Regalseite des WebTech2-Regals zusammenbaut. Sollte aus Transportgründen die Seite noch nicht in einem Ganzen sein, kann man sie ganz einfach mit dem Verbinder zusammenbauen. Dazu nimmt man ihn, legt ihn an den Kanten an. Zur Hilfe nimmt man einen der Holzträger und haut mit einem Gummihammer oder mit der starken Faust drauf. Und dann sitzt er schon perfekt. So haben wir dann aus zwei Stäben einen Ganzen gemacht. Mit dem Sockel fangen wir an. Wir erklären mal kurz. Der Sockel hat hier zwei Aufnahmen für die Spacer. Das erkennt man eigentlich ganz gut hier. Die Spacer findet man hier in dem Stab. Hier in weiß, gibt es auch in schwarz. So, diese Spacer setzen wir jetzt an dieser Stelle in den Sockel. Perfekt. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter. Mit einem trockenen Schlag wird das Ganze zusammengestaucht, genau. So, und schon können wir unser Abschlussstück einsetzen. Wunderschön. Dann haben wir noch die Bodenträger, die können wir uns jetzt einrichten, können das aber auch später machen, wenn wir anfangen, unser Regal zu montieren. So, das war's dann im ersten Step.